was ist das für ein Vieh? Schon wieder so ein Grauger. Nein, nein, nicht daran. Oh nein, ist er gestorben, der Bauer. Kann alles aus dem schwarzen Loch hier raus. Ja, das, ich habe das einmal gehabt, da kam einer aus dem schwarzen Loch, den habe ich weggeschossen und dann war das schwarze Loch weg, war der Fall erledigt. Oh, ich habe Das gleich war so, keine geht mal Nahrung weiter mehr. hier. Ich habe gleich keine Nahrung mehr. Boah. Wird schon wieder angegriffen? Ne, bist du Oh diesmal? ja, das bin ich und zwar von zwei Wölfen gleichzeitig. Komm, Holzfäller, ihr habt scharfe Äxte, haut diesen Wolf nieder. Danke. Warum mache ich denn jetzt wieder minus 4? Ach so, weil meine Dorfbewohner, denen geht's gar nicht so gut. Da soll diesen Handel auch gehen irgendwie. Ich komme nicht rein. Ganz Marktplatz. Ja, blöderweise bei diesem Handel, ich kann immer nur, ich kann Zeug verkaufen bei dem Händler, aber nicht kaufen. Doch, Brauche in ich der vielleicht einen anderen. Da gibt es auch ein zweites Marktplatz? Haus. Genau. Der Marktplatz ist dafür da. Gerade alleine. Der ist tot, bevor seine Kollegen kommen. Gleicher. Hahaha. Edge Badge. Oh, ey, mein Wissen läuft aber auch, ey. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Da ist die Tarne da. Die Tarne. Ja. Vielleicht mich an Jarl. Jarl. Ah, das ist schon ein süßes Spiel. Es gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es putzig. wenn man da mal ein bisschen reinkommt, macht es, glaube ich, richtig Spaß. Zumal man das ja zu mehreren auch spielen kann. So, wieder ein Wolf weniger. Sind sie nur noch zu dritt. Ja, danke, ich hab's verstanden. Marktplatz ist abgeschlossen. Dann kannst du bitte schön jetzt hier auch mal. Ja, genau, jetzt kann ich mir nämlich hier. Aber kein Eisen kaufen. Oh, schade. Und schon wieder Wissen. Ich bin nur damit beschäftigt, hier mein Wissen aufzudingsen. Das bist du? Okay. Ja, ist super, drei Puppe. Ich gehe mal wieder den Wolf umhacken. Und zurück über die Grenze. Ah. Ach, scheiße. Wo kommen denn von da oben immer die Wölfe her? Ich muss dringend dieses Gebiet hier oben einnehmen. Kannst du halt nur leider nicht leisten. Noch nicht. Dass da oben diese Wölfe mal verschwinden. Aber ich bin mir immer noch unsicher, ob die Gegner überhaupt auf unserer Map-Seite sind hier. Das ist nur unsere Map ist hier gerade. Ja, die sind ja schon hier. Aber wo? Also ganz hier oben bei mir sind diese komischen, wie heißen sie? Traurig. Ja, aber es geht ja um das andere. Wir haben noch zwei andere Clans gegen uns. Weißt du? Ach so, stimmt. Ach ja, der Torwald und der Lamotz. Ja. Und die fehlen mir gerade. So, besiedelt für 110. Ah, aber für 110 kann ich doch das Gebiet hier oben besiedeln. Gut, ich muss jetzt gerade mal meine Leute hier hochziehen. Dieses Jahr ist es kalt, diesen Winter wird es einen Schneesturm geben. Wir müssen also große Mengen Nahrung und Holz einlagern. Na, danke. Kacke. Der Nahrungsabbau ist auf 10. Wieso das denn? Hä? Bin ich keine Nahrung mehr oder was machen die gerade falsch?
Ich hab 0 Nahrung. Ich hab 145 Nahrung, aber Tendenz sinkend leider. Ich muss mir jetzt dieses Nachbargebiet hier kaufen. Erstmal, dass da oben vor allem schon mal keine blöden Wölfe ständig mehr rauskommen. Und dann muss ich da oben irgendwie mal gucken, ob ich da noch ein bisschen Nahrungsproduktion reindösen kann. Ich muss ja jetzt endlich mal irgendwo diese Kackfischerhütte mal bauen können. Die ist doch überall mehr. Das auch, muss doch mal eine Fischerhütte bauen können jetzt, Junge. Kann er nicht, will er einfach nicht. Was gibt's denn noch für die Nahrungsproduktion? Jagdhütte. Erfordert Reh, habe ich nicht. Mauerei. Platz, Handelsposten. Das ist Militär. Bergwerk. Lager, Holzfällerhütte, Heilerhütte. Kann das sein, dass einfach hier irgendwie... Komm, geh du doch mal hier auch mal aufs Feld, Junge. Warum arbeitet denn auch nur einer bei mir auf dem Feld? Das kann ja nichts werden. So, das ist doch schon mal gut. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum ich hier nirgendwo eine Fischerhütte hinstellen kann. Der hier oben schon wieder zu viel Klippen oder was? Scheiße, mein Name geht nicht hoch, der erste ist gestorben. Ich glaube, ich verrecke jetzt mal ihn. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, du hast wahrscheinlich zu viel Militär, die werden ja wahrscheinlich, wie das bei Spielen oft so ist. Ich habe nur 4 Militäreinheiten. Verbrauchen die recht viel. Bei mir ist es aber auch gerade extremst knapp. Zum Glück jetzt bei meinem Marktplatz ständig. Oh, mein Bär ist gestorben, meine Dorfbewohner sterben alle weg gerade. Alle. Ja, dann ist aber auch gleich der Nahrungsverbrauch niedriger. Ja, wow. Jetzt habe ich nur 3 Dorfbewohner. Ich habe keinen Stein. Unser Clan wächst nicht, er ist unzufrieden. Ja, es ist im Moment auch eher schwierig. Meine Gebäude alle nicht aufwerten, weil ich das Zeug dazu nicht habe, was ich brauche. Und ach, jetzt kann er aber hier auch gleich beim basierten, wenn ich den aufwerte. Ah, dann... Okay, ich muss meinen Bauernhof aufwerten, dann wird da die Produktion höher. Dafür brauche ich 10 Steine, die ich nicht habe. Wenn ich noch ein bisschen warten kann, ist er beim Markt kaufen. So lange müssen wir da irgendwie hier das Ganze... Keine Ahnung. Mal wieder ein Wolf getötet, gibt mal wieder 20 Fleisch, so kann man es auch machen. Ich besetze jetzt diese Wolfshöhle hier. Potiger Wolke hat früher Segen erhalten. Noch 3 mehr und er erringt den Sieg. Was? Was hat er das denn gekriegt? Keine Ahnung. Aber finde ich gut. Ist unglaublich. So. Wie kommt ihr alle an diesen Segen ran? Ich hab keine Ahnung, du. Ach, da unten. Kann man verringert den Verlust der Produktion von Nahrung im... Ah. Bei Wissen. Das ist da unten das Ding, oder was? Ja, ja. Toll, der Angriff, ich habe dich zum Teiligen Packe. Auch so ein starker. Dann habe ich mir jetzt auch mal Freyas Segen geholt. Achtung, ihr werdet angegriffen. Ach, das bist du wieder, dann ist es mir ja wurscht. So, 8 Steine reicht mir noch nicht. Boah, jetzt mache ich aber wieder richtig miese im Essen. Oh nö, das ist ja echt. Gut, fürs erste Spiel, da können wir nochmal sterben, ja? Aber im zweiten nicht mehr. Nee, ich bin dagegen. Ich bin auch dagegen. Aber ich glaube, es wird nicht besser ausgehen. Ich muss einfach noch.
noch ein paar Häuser bauen, dann habe ich auch mehr Leute, die hier wieder Essen einsacken. Zu viel, meine ganzen Dorfbewohner wie sonst was jetzt verbraten. Ja. Aber hier oben sind so viel Pilze und Kram, hier muss man doch irgendwie mal was reißen können. Der Clan wächst nicht, der ist unzufrieden. Ja, ich arbeite dran, ich arbeite. Ach du Scheiße, minus 20. Was? Was minus 20? Essen. Auf Zufriedenheit. Bitte. Ja, das ist dieser böse Schneesturm. Die verbrauchen gerade mehr Essen, als ich kaufen kann. Mhm. Dass ich so viel Geld angesammelt habe. Noch habe ich aber übrig. Ich habe nicht mehr viel. Da geht der Schneesturm. Keine Ahnung. Mein Holz ist leer. Ah, minus 19. Das ist ein bisschen besser geworden. Unser Clan friert. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber ich kann nichts machen. Ja, ich kann, doch, kann keine Nahrung mehr kaufen, ich laufe leer. Unser Clan hungert. Ich weiß, was soll ich denn machen? Ihr schafft halt nichts. Holt halt mal Essen ran. Ich gebe schon alles Geld aus, um alles zu kaufen, was irgendwie geht. Boah, Mist. Wird weniger. Ja, halt auf, Schneesturm. Ja. Boah, schlag eigentlich plus 15 meine Nahrung hoch. Ja, bei mir ist es halt immer noch minus 10. Jetzt ist es nur noch minus 2. Null. Ich bin wieder im nur mal neutralen Bereich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich werde angegriffen. Lass meine Dorfbewohner zufrieden! Danke. Ich hab doch Steine. Ja, der hat nur 5 Steine gekauft. Du solltest doch 10 kaufen. Ich muss unbedingt. Jetzt habe ich das Holz nicht mehr. Ihr wollt mich doch fertig machen. Ich echt, dass meine ganze Dorfbewohner die ganze Zeit reiben. Das ist echt hart. Das Spiel ist nicht einfach. Das wäre leicht, aber jetzt ist es auch irgendwie nicht mehr so leicht. Ja, dieses Wirtschaftssystem ist echt kompliziert. Ich gebe gerade mein ganzes Geld für Essen aus. Ich hatte 500 von diesen Münzen. Das sind nur noch. Kann ich dir irgendwie was geben? Nee, gell? Nee. Ja, ich würde jetzt ganz gerne meinen Bauernhof einfach wieder nochmal aufwerten. Dann kann ich noch einen Bauer dazu nehmen und die arbeiten noch 20% schneller. Dann müsste es eigentlich langsam mal funktionieren. Aber dafür fehlt mir gerade noch das Holz. Das ist aber in Arbeit. 98. Toll, die Übersetzung ist echt geil. 99. Ihr handelt gerade Holz mit Kobolds. Erfordert aufgewertetes Gemeindehaus. Willst du mich verarschen? Also wohl nicht dein Ernst, jetzt muss ich erst das Gemeindehaus aufwerten, damit ich dann meinen Bauernhof aufwerten kann, was ich nicht kann, weil mir jetzt natürlich das Material dazu wieder fehlt. Jetzt werde ich wieder angegriffen, du bist angegriffen. Ja, ich werde gar nicht angegriffen, da ist nur so ein komischer Typ drin. Und vielleicht nur mein. Das dauert jetzt wieder ewig, bis ich den. Ich kriege hier aber auch nirgendwo Stein her. Hier irgendwo auch einfach in dem ganzen Gebiet nichts. Kann ich dem hier eigentlich mal. Nee. Mach weiter. Komm, egal.
langsam kein Geld mehr. Oh, ich bin in allen Gebieten angegriffen gerade hier. Scheiße. Produktion verbessern, beschleunigt das Bevölkerungswachstum. Ah, da kann man den Nahrungsverbrauch vom Militär verringern. Jetzt, wenn er gleich so weit ist. Ach, ein Lighthouse hat er gebaut. Oh, meine Nahrung macht Plus. Berichte von Ratten. Wir müssen unsere Nahrung in Silos einlagern und brauchen Heiler, die uns vor Krankheiten schützen. Ja, habe ich beides. Alles gut. Jetzt kommen die auch noch mit der Pest. Die nehmen hier aber auch alles mit in dem Spiel, ey. 5 Steine für 2000. Jetzt haben wir, ich muss doch hier irgendwo auch mal... Das ist echt krass, wie teuer. Aber gut, wir schaffen das nochmal. Wir gewinnen das Ding noch hier. Ja, aber hier muss doch irgendwo auch mal, ich weiß nicht, woran ich erkennen kann, ob ich mal einen Steinbruch bauen kann. Kannst du nur, wenn du so Steine findest. Ja, das ist halt genau die Frage. Was für Steine sind das? Hast du doch hier, ich sehe hier bei dir. Das hier, das Ding. Steine, ihr könnt hier ein Bergwerk errichten. Ja! Genau, das wäre doch mal gut. Bergwerk. Jawohl, dann könnte ich nämlich mal meine eigenen Steine produzieren und wenn ich massenweise Steine produziere, dann kann ich die vielleicht auch verkaufen und dann habe ich wieder Geld, dann kann ich wieder Essen zukaufen und dann... Dann ist das Einzige, was du nur ganz wenig, da gibt es 20 Steine aus einem Stein und dann muss ich das Bergwerk abreißen und neuen Stein suchen. Echt? Also, ja. Ach du Scheiße. Damit würde ich tatsächlich gar nicht handeln. Okay, ne, dann nicht. Aber jetzt kann ich hier die Feldrationen... Das wird der Nahrungsverbrauch vom Militär... Mimi. Ihr erhaltet 20 Steine und 10 Eisen. Jörg Segen. Jetzt habe ich dann doch mein Stein und mein Eisen. Dankeschön. Jetzt habe ich nur das Holz nicht. Mein Essen geht wieder hoch. Und jetzt kann ich meinen Bauernhof aufwerten und kann einen weiteren Siedler da reinjagen. Jetzt geht doch mal mein Essen wieder nach oben. Ach schön, ach schön. Das ist der Händler. Da ist ein Wolf. Den bringen wir um. Das gibt Futter. Sehr schön. Oh, jetzt sieht es doch wieder gut aus. Die Leute sind zwar immer noch nicht gänzlich glücklich, aber... angegriffen, aber genau da stehen doch meine Leute. Also müssen die doch eigentlich jetzt mal das Holz daran schaffen. Danke. Was mir da angegriffen hat, ist tot. Wie es aussieht. Ja, mir ist auch gerade eben was gekommen, aber jetzt nicht mehr. Ja, da ist wieder ein Wolf. Ah, der Winter kommt. Der Winter kommt, Kinder, der Winter kommt. Der ist nicht gut, ich habe nämlich gar kein Holz. Man braucht doch auch Brennholz im Winter. Ach je. So, ab wann habe ich denn hier eigentlich wieder... Ach so,
Genial bin ich erst bei 500 Ruhm. Ach, meine Güte. Ja, dann wird es halt kein Jahl. Ich meine. Ich habe die Serie Vikings gesehen. Ich hab gesehen, wie das ist mit Jarl werden. Das geht immer über Leichen. Ja, das ist auch eigentlich jetzt auch langweilig, wenn wir über diese Wissendinger gewinnen. Ich werde schon richtig gewinnen hier, aber irgendwie. Ja, aber das läuft bei mir halt einfach, ne? Ja, ja. Sieg ist Sieg, ich bin da jetzt nicht so. Wie wieder? Sieg ist Sieg, da bin ich nicht so. Ja, das ist wie mit Handelsrouten gewinnen bei Age of Empires. Richtig. Kann man ein bisschen durch die Lande ziehen und Wölfe töten. Ja, ich deck mal hier ein bisschen weiter aus. Boah, sind das viele Wölfe. Hast du mir das überlegt?